Unser Nordkap Road Trip wird unterstützt von Geld für E-Auto. Du besitzt ein E-Auto, dann beantrage noch heute deine THG-Prämie in Höhe von 400 Euro in der aktuellen Aktion. Nutze dafür unseren Code die Tesla Crew und unterstütze damit unseren Kanal. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Übrigens bekommst du deine Prämie jedes Jahr und auch für elektrische Leichtfahrzeuge. Und nun gut Unterhaltung mit unserem Video. So, guten Morgen hier aus Ellesund. Wir haben gut geschlafen, haben eine gute Unterkunft wieder erwischt. Kann man echt nicht meckern. Und sind jetzt hier gerade wieder in einen von diesen beiden krassen Tunneln. Fahren gerade unter Wasser durch, diesmal wirklich unter Wasser hier. Dann fahren wir auf eine kleine Landzunge und dann nochmal unter Wasser. Das Ding ist, es geht wirklich krass bergab und dann extrem berghoch wieder. Wahnsinn. Aber hier wären wir in Tesla, der zieht ja jeden Berg, das ist ja egal. So, jetzt geht es heute zum Geiranger Fjord. Erstmal werden wir in Horskog, voll aufladen, damit wir genügend Saft haben für diese riesen Runde. Die ist immer in 400 Kilometer, unsere Runde, die wir uns heute ausgesucht haben. Ja, und da werden wir relativ voll ballern, das Teil. Es geht auch gut in die Berge, denke ich mal. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir das so alles fahren können, wie wir uns das vorgestellt haben, ob das alles so klappt hier heute. Leider ist es ein bisschen verregnet heute, es ist auch sehr viel Regen angesagt. Ich wollte dann eigentlich mal die Drohne steigen lassen. Und hier draußen seht ihr das jetzt, wie verregnet das ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber im Moment sieht es nicht so aus, weil wenn es regnet, kann ich die Drohne natürlich nicht steigen lassen. Da habe ich mich eigentlich schon drauf gefreut, hier die Drohne mal steigen zu lassen. Schade. Ja, wir schauen mal. Es gibt da sicherlich noch andere gute Gelegenheiten. So, hier geht es jetzt wieder rein in den Tunnel. Wieder 8% bergab. Ich habe mich heute früh erstmal schön in den Finger geschnitten. Ich habe eine Waschtasche gegriffen, wollte irgendwas rausholen und habe voll in den Rasierer gegriffen. Erstmal ein Stück Finger abgewesen. Passiert. So, hier geht es aber ordentlich rum. Autopilot meistert das aber gut, aber es geht ganz schön ordentlich rum. Der Autopilot ist da, denke ich mal, an seiner Grenze. Eieieiei. Aber ich habe ja das Lenkrad ordentlich in der Hand. Immer eingriffbereit, ganz wichtig beim Autopilot. Sollte man sich nie drauf verlassen. Aber das wisst ihr ja alles selber. Ja, dann hoffen wir mal, dass doch vielleicht das ein oder andere Stückchen Sonne erscheint auf unserem Weg. Freuen tue ich mich trotzdem drauf. Das schätzt bestimmt auch bei Regen. Das sieht auch so oder so brutal schön aus. Das blitzt immer hier. Diese Dinger an der Seite habt ihr vielleicht jetzt gesehen. Ich vermute mal, da wird ein Foto gemacht vom Nummernschild für die Maut. Falls man nicht so einen Transponder hat wie wir, dass dann das Nummernschild abfotografiert wird und man das dann berechnet bekommt. Also das ist meine Vermutung. Wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht, das seht ihr hier schön. Und dann geht es wieder ordentlich bergauf mit Überholspur sogar. Gut. Dann gucken wir mal, was der Tag heute so bringt. Bis später. Das ganze Fahren hier so sehr, sehr, sehr entspannt. Es ist nicht so, es ist kein so Gedränge und so rivalenhaftes Fahren, sondern es ist wirklich ein Miteinander, was mir sehr gefällt. Vor uns ist ein Wohnmobil aus Deutschland sogar, hat es auch bisher geschafft. So, hier wird wieder vorgeheizt, der Akku. 19 Kilometer sind wir da, oder ja, doch 19 Kilometer.
sagen, die Sonne kämpft sich immer mehr raus. Hier vorne sind ein Haufen Wasserfälle. Das sieht echt beeindruckend aus. So, ich denke mal, jetzt werden wir gleich zur Fähre kommen. Das erste Mal Autofähre hier in Norwegen für mich. Mal sehen, wie das alles funktioniert. Entschuldigung. Ja, ich hoffe, dass ich da jetzt einfach so drauf fahre und dieser Transponder mich dann da einloggt und ich den Rabatt auch entsprechend bekomme. Schauen wir mal, wie das hier alles so geht. Ich denke mal, ein paar Minuten sind es noch und dann fahren wir drauf. Und dann sind wir auch schon bald da am Geiranger Fjord. Da sind ein paar große Schiffe dabei sind. Oh, er bremst selber runter. Obwohl er noch nicht 50 ist, jetzt ist er 50 und jetzt erkennt er es auch, jetzt bremst er komplett runter. Wow, er fährt die ganze Zeit das hier alleine. Ich bremse, ich mache gar nichts, ich habe weder gebremst noch gelenkt. Er fährt sogar weniger als die 50, er macht das echt, echt gut. Aber eben nicht immer, man kann sich nicht drauf verlassen, das ist einfach so. So, letzter Tunnel vor der Fähre. Hier vorne sollte die Fähre sein. Ihr seht das schon, also aus dem Tunnelausgang raus, rechts rum. Und dann gucken wir mal. Spannung steigt. Ja, wenn man das nicht jeden Tag macht mit so einer Autofähre, ist es erstmal ungewohnt. Ich glaube, wir sind erst einmal Autofähre gefahren. Das war auf unserem letzten Trip. Frankreich, Royan, nach Royan rüber. Das war das erste Mal, dass ich Autofähre gefahren bin. Denke ich. Also zumindest mit Tesla. So, jetzt rechts. Okay. Mal sehen, wie das jetzt hier funktioniert alles. Yeah, und vor allem, ob wir eine pünktlich bekommen. Und jetzt stehen sie. Was? Vorbei, ja? Okay. So, hier, okay. Die nächste kommt 11:20 Uhr. Das ist ja bald. Ja, das ist ja bald. Das sind wir, das ist ja eine Viertelstunde oder so. Warte mal, müssen wir uns jetzt hier hinstellen oder was? Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. Ja, bei der 4, wenn es vorne geht. Ich hätte gesagt, wird 1, aber gut, hier nee, das ist ja dann kommen wir ja dann gleich drauf. Hier ist ja die Schranke. Ja. Hier steht schon Geihanger, Kotli. Was ist closed? Ach, da fährt schon, nein, die eine fährt in die Richtung, die andere kommt gerade zu uns. Mit der fahren wir dann wahrscheinlich mit. Dann geht es da drüben weiter. Wir müssen nachher dann auf dem Rückweg wieder hier lang. Ja. Jetzt kommen noch ganz viele Autos hinter uns. Wir sind die Ersten auf der Fähre. Geil. Mal sehen, wie das geht jetzt hier alles. Ich bin aufgeregt. Das riecht mich auf. So, Alarmanlage können wir schon mal ausschalten. Wo war das? Sicherheit. Bei Sicherheit müsste ich. Ja, sein. Genau, bei Sicherheit. Stimmt, stimmt, stimmt. So, und jetzt? Sicherheitsalarm. Sicherheitsalarm, genau. Ja. Genau. So, Sicherheitsalarm haben wir ausgemacht. Für die Fähre, damit das ja nicht die ganze Zeit rumhupt. Prima. Da kommt sie schon. Da kommt sie, ja. Hier, meine Wunde. Kinderpflaster abgedeckt. So, da geht der Schnabel schon auf hier. Seht ihr das? Das ist ja geil. Guck mal, da geht das auf hier. Auch mal sogar LKWs drauf. Da passt einiges drauf. Er sagt halt, er sagt halt. Was? Was jetzt? Er sagt stopp. Was ist hier das? Er hat stopp gesagt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich darf Miss Walsh erst die 1 fahren. Kein Plan. Eins ist der Erste. Ja. Eins ist der Erste. Ja, ja, das dachte ich mir fast. Aber ich kam zwar als Erster, aber ich hätte auf der Eins hier rein. Okay, gut, dann fahren wir hier rein. Gut. So. Sind wir hier trotzdem mit ganz vorne. Gut, da haben wir schon mal ein erste Learning, dass Eins das Erste ist. Das war jetzt nicht so schwer zu erraten. Ja. Ich fahre mit vorne. Gut, rechte. Gut. Gut, prima, sind wir drauf. Also Bezahlerei wollten sie jetzt nichts. Warum wackelt das so? Das wackelt übelst. Gut, dann scheint das alles automatisch zu gehen. Wunderbar. Super. Sind wir schon mal drauf. Ich denke mal, wir werden nur 5 Minuten rüberfahren oder sowas. Oder 10 Minuten, vermute ich mal. Aber das sind wir ja schneller, als das Navi das gesagt hat. Das haben wir ein bisschen Zeit jetzt gespart, haben wir gar nicht so lange gewartet. Prima.
cool. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Also man sieht hier nichts auf der Fähre, weil hier alles drumherum zugebaut ist. Es war völlig unspektakulär. Einfach drauffahren, auf der 1 natürlich anschauen, einfach drauffahren und dann ja, wird es automatisch abgerechnet demnach. So muss es aber auch sein, so unspektakulär. Das ist gut so. Ist doch echt okay. Na, sehr schön. Unsere erste Fähre in Norwegen. Und weiter geht's. Ja, und nach der Fähre haben wir uns dann den Weg entlang geschlängelt hin zum Geiranger. Und ja, ging ziemlich steil berghoch teilweise. Hier seht ihr das schön. Der Bus vor uns hatte ordentlich zu kämpfen, da mitzukommen. Die Landschaft war wunderschön, das Wetter nicht ganz so gut, aber die Aussicht bestand, dass es noch besser wird an dem Tag vom Wetter her. Allerdings ist dann etwas passiert oder eingetreten, was uns den Plan ja, durcheinander gebracht hat. So, kurze Planänderung. Wir sind hier in einen Stau hineingeraten Richtung Geiranger. Und ich habe da so eine Seite, da kann man die Verkehrsmeldungen sehr aktuell abrufen. Da ist wohl ein LKW mit Schuttgeröll umgekippt und versperrt die Fahrbahn. Das dauert wohl, erst haben sie gesagt, bis 13.18 Uhr geht es weiter, voraussichtlich. Mittlerweile steht jetzt da 15 Uhr, wir haben es jetzt 13.15 Uhr. So lange wollen wir nicht warten, so lange können wir nicht warten. Guckt euch die schöne Aussicht hier an. Ist aber nicht schlimm. Wir haben noch viele andere schöne Sachen zu entdecken und außerdem ist ja der Weg hier immer das Ziel, wie ihr seht. Dieser Weg ist auch durchaus ein Ziel. Planänderung halt, da fahren wir jetzt ein bisschen hier durch die Gegend und Richtung Atlantik wieder und gucken, was wir noch so entdecken. Wäre schön gewesen, weil ich würde mal so sehen, da laufen ja auch die großen Kreuzfahrtschiffe, glaube ich, ein am Geiranger. Das hätte ich mir schon gerne mal angeschaut und dort mal die Drohne steigen lassen, statt über dem Stau. Aber gut, ist wie es ist. So, dann fahren wir jetzt mit der Fähre wieder zurück, mit der wir vorhin gekommen sind und dann mit der nächsten Fähre. Und dann kommt der Supercharger in Skrün oder Strün oder so. Ich finde, das kann man ja auch bei Regenwetter genießen. Also es ist auch, es hat auch was, also auf jeden Fall, ist meine Meinung. Rede ich mir jetzt nicht schön, ich finde es wirklich auch bei Regenwetter schön. Solange man im Auto im Trocknen sitzt, geht das sicherlich. Schöner Wasserfall. Ja, das ist ja mal cool, wir kommen hier an der Fähre und können direkt drauf, ohne Wartezeit. Sehr stark. Das nenne ich mal Timing. Auf den letzten Drücker her. 14.04 Uhr fährt sie los, in einer Minute fährt sie los. Das nenne ich mal Timing. So, mal sehen, ob wir mal drauf dürfen. Wo ist halt? Rüber. Das nenne ich doch mal Timing. Dann lassen wir das Auto mal stehen hier und gehen mal hoch. So, jetzt sind wir wieder auf der Fähre. Jetzt fahren wir hier rüber zur anderen Seite. Ganz schön großes Teil. Also ich muss jetzt nochmal eine Lanze brechen für die automatischen Scheibenwischer. Nachdem wir in Portugal letztes Jahr nicht so zufrieden wären, hat sich da in meinen Augen echt viel getan mit der Automatik. Ihr seht, es ist heute sehr verregnet jetzt mittlerweile. Und die Scheibenwischer tun völlig ohne mein Eingreifen genau exakt ihren Dienst, so wie ich es von Hand auch machen würde. Selbst wenn es mal einmal nicht so klappt, dass ich eher wischen würde, ich meine, einmal drücken, ups, und dann ist es auch erledigt, also es wäre auch kein Beinbruch, aber ich muss wirklich gar nicht eingreifen. Das ist, die laufen so perfekt, ihr wisst ja, es gibt keinen Sensor hier oben drin, wie bei anderen Autos, sondern Tesla bzw. Elon Musk wollte das lieber selber lösen über die schon vorhandenen Kameras. Da sagt er sich, da braucht man nicht noch einen Sensor zukaufen. Ihr wisst ja, wie es ist, Teileknappheit und so weiter, ist ja immer ein gewisses Risiko. Geld kostet es natürlich auch, millionenfach kommt da schon was zusammen, aber er
hat gesagt, er regelt das über die Kameras. Am Anfang war ich da gar nicht zufrieden. Mittlerweile hat er das wirklich hinbekommen oder hat Tesla das wirklich hinbekommen. Respekt, das ist gut. Ja, wir sitzen hier schön im trockenen Auto, hören ein bisschen Musik nebenbei, was ich jetzt natürlich ausgestellt habe wegen GEMA, ganz klar. Ist ganz chillig, wenn man so durchs Land zu fahren. Dank der Freikilometer, die ich hier noch habe, ohne Ende, dank euch. Muss jetzt auch nochmal gesagt werden an der Stelle, danke, dass ihr uns unterstützt habt für diesen gesamten Trip hier in Form von Freikilometern. So, letzte Fähre für heute. Chris sitzt noch im Auto, hier ist langsam ungemütlich, es regnet. Wir setzen hier über bis und sind dann schon fast in Ålesund. Ålesund wird es ausgesprochen. Hat mir der Matthias gesagt, der muss es wissen, der wohnt hier in Norwegen. Ja, war sehr nett. Der Matthias, der Matze und seine Frau haben uns gut bewirtet. Danke nochmal an der Stelle. War wirklich schön. So, wir freuen uns dann auf zu Hause. Morgen geht es dann weiter nach Fevelstad. Das ist eine Etappe vor den Lofoten dann sozusagen. Bis dann. So, der Chris hat jetzt hier gerade noch einen geilen Spot gefunden auf dem Heimweg nach Ålesund. Wir sind jetzt hier richtig weit oben. Jetzt sorry, dass ich so außer Puste bin. Wir laufen hier die ganze Zeit schon immer höher und immer höher. Guckt euch das mal an hier. Was ist das für ein Ausblick? Einen wunderschönen guten Morgen hier wieder auf dem Kanal die Tesla Co. Und die nächste Etappe steht an von Ålesund. Jetzt weiß ich, wie es ausgesprochen wird, dank Elektris Matze. Den haben wir ja gestern besucht. Der hat mir so ein paar Sachen mal verraten hier in Norwegen, wie der Hase, wo der Hase langläuft, wie das alles so funktioniert. Das ist schon sehr hilfreich von jemandem, der hier quasi einheimisch ist, alles erklärt zu bekommen. Auf jeden Fall fahren wir heute von Ålesund nach Fevelstad. Die Etappe hat es in sich, das sind zwar nur 768 Kilometer, ist nicht viel, aber wir haben viele Fähren dabei, wir haben viele Langsamstraßen dabei, Küstenstraßen, haben wir bewusst so ausgewählt, weil wir wollen über die Atlantikstraße auch fahren. Die kennt ihr vielleicht auch aus anderen Videos, über Kristiansund, nicht zu verwechseln mit Kristiansand, und ja, inklusive Ladepausen und den ganzen Fähren sind wir wohl schätzungsweise laut Better Route Planner unterwegs 13 Stunden. Trotz dessen, dass es nur 768 Kilometer sind. Da haben wir uns aber darauf eingestellt, das ist vollkommen okay. Heute ist ja wieder mal unser Fahrtag. Wie gesagt, einen Tag ausruhen, einen Tag Fahrtag, wo wir Kilometer machen. Später auf den Lofoten werden wir auch mal mehr Tage als Freizeit haben oder als Entdeckungstag, wie auch immer. Wir sind jetzt um 8 Uhr losgefahren. Heute ist, wer ist, welcher ist heute? 25. Mai. Heute ist der 25. Mai. Guten Morgen, Christopher. 25. Mai ist heute, genau. Also ein Tag vor Vatertag, Männertag, Christi Himmelfahrt hier bei uns. Wenn ihr das seht, natürlich nicht. Genau. Fevelstad, da haben wir wieder eine schöne Unterkunft. Ich glaube, da haben wir sogar ein Boot mit dabei, was wir nutzen können. Wir haben auch mit dabei eine Ladestation, wir haben so viel gesagt, eine Steckdose, die wir mit nutzen dürfen, direkt fürs Auto laden. Sogar kostenlos. Ich habe extra nochmal gefragt, die können wir kostenlos nutzen. Das versetzt uns natürlich in die Lage, dass wir jetzt nicht am letzten Supercharger randvoll machen müssen oder sehr voll machen müssen, sondern wir können relativ leer ankommen und uns darauf verlassen, dass wir dann dort über Nacht vollladen. Morgen an unserem freien Tag schauen wir mal, dass wir wieder eine kleine Rundtour machen, ein bisschen was erkunden dort. Aber das werdet ihr dann im nächsten Video sehen, auf jeden Fall. Ja, die norwegischen Straßen. Das ist schon Wahnsinn, was hier so alles für Elektroautos rumfahren, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Ich versuche mal so ein bisschen eine Rangliste zu machen, ohne jetzt Anspruch auf die richtige Reihenfolge, aber so in den Top 10 dabei,
ist auf jeden Fall ganz, 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 ganz oben das Model 3. Mindestens gleich auf mit dem Model Y. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, man sieht die gleich häufig hier. Was man viel sieht, sind Model Y als Taxis. Model S sieht man auch ganz viele. Porsche Taycan, wieder Model S hier. Also Model S wirklich sehr viele. Model X auch relativ viele. Porsche Taycan würde ich fast sagen gleich dahinter. Das ist wirklich wahnsinnig, wie viele Porsche Taycan hier rumfahren. Was ja auch sehr, 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 sehr viel rumfährt, ist der Audi e-tron. Den haben wir sehr oft gesehen. Nissan Leaf sehen wir sehr oft hier. BMW i3 fährt sehr viel rum. Ja, selbst diese Exoten wie diese XPeng P7, Aways, NIO sieht man auch ab und zu mal. Ja, und ansonsten die üblichen verdächtigen Zoe, VW ID3, ID4, weil jetzt gerade ein ID3 mit in Kicken kam, sieht man häufig. Ich glaube auch einige Autofähren sind hier elektrisch. Ich dachte fast gestern, die war auch elektrisch. Ich weiß es auch nicht genau. Hyundai Kona sehe ich gerade hier, genau. Die sieht man auch relativ häufig. Aber wie gesagt, mit ganz, ganz großem Abstand Tesla. Also wirklich Wahnsinn. Wieder BMW i3 hier. Das war jetzt ein Mini. Da hat mir der Matze gestern noch gesagt, man erkennt die Elektroautos an einem E vorne. Also wenn das Kennzeichen mit E losgeht, das sind Elektroautos. Das, der Mini eben hatte kein E, da war es also kein elektrischer. Aber nicht alle. Ja, es gibt dann noch welche mit Wunschkennzeichen, wie der Matze hat ja dann Matze stehen. Das fand ich total genial, dass man sich hier, ich glaube für 10 Jahre, knapp 1000 Euro zahlt man da für 10 Jahre für sein Wunschkennzeichen. Und dieses Kennzeichen Matze, das ist... Das gibt es natürlich dann nur ein einziges Mal in ganz Norwegen, ganz klar. Ja, es sind 12 Grad, nee, 11 Grad sind es jetzt gerade hier. Wobei wir hier festgestellt haben, zwischen Tag und Nacht und überhaupt, die Temperatur schwankt jetzt hier im Moment zumindest nicht groß. Es sind immer so 12, 13 Grad, manchmal auch 14 Grad. Es ist noch kein Badewetter, zumindest hier in der Gegend. Es gibt relativ viel Regen hier in der Gegend. Dann haben wir das schönes Model Y. Ja, und die Tage werden wirklich immer länger. Also wir waren gestern, es sind weit nach 23 Uhr, war es immer noch hell. Ne? Ja. Ja, das wird ja jetzt, je weiter wir in den Norden fahren und je weiter wir in den Juni reinfahren, noch krasser, da wird es ja dann wahrscheinlich gar nicht mal ganz dunkel, nur noch ein bisschen dämmerig, vermute ich mal. Wir haben so den ID4 wieder hier. Genau, der Matze, sein Kanal, Elektrisk Matze, da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Den verlinke ich euch natürlich unten bei dem gestrigen Video sicherlich auch und heute nochmal. Der hat auch einen Tesla-YouTube-Kanal, macht das auch hobbymäßig, wie ich, aus Spaß an der Freude. Und da habe ich letztens gesehen, auf seinem, der macht viele Roadtrips so. Durch ihn habe ich mir doch einige Anregungen auch holen können. Das ist immer sehr interessant, wenn man Norwegen mal ein bisschen noch kennenlernen möchte, guckt da mal rein bei ihm. Da habe ich zum Beispiel kennengelernt, dass es hier auch ein Westcup gibt. Nicht nur Nordcup, sondern auch Westcup. Und das Kuriose, da gibt es auch einen Honningswalk. Am Nordcup gibt es ja dieses Honningswalk und das gibt es auch am Westcup. Ja, schaut da mal rein, lasst da mal ein Abo da, ein Like da. Freut er sich bestimmt. Hat er verdient, ist echt ein netter Kerl. Und ja, wir gucken mal, wie wir jetzt hier heute vorankommen. Und ab und zu werde ich mal die Kamera noch einschalten, mal sehen, wie das Wetter ist. Gut, hier im Auto stürzt der Regen jetzt nicht so. Mal gucken, was wir heute noch alles so sehen an der Strecke. Ja, was ich noch vergessen habe, die Autos, die hier so rumfahren, den Polestar, den habe ich ganz vergessen, den sieht man auch sehr, sehr oft. Polestar fährt hier viel rum, auch die ganzen Volvo-Modelle, diese Recharge, wie die heißen, auf jeden Fall diese Volvo-Modelle sehr viel. E-Golf auch ziemlich viel. Ioniq 5, ganz klar. Den EV6 habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Was auch relativ viel hier fährt, sind diese ganzen neuen BMW-Modelle, die da jetzt alle nacheinander auf den Markt gekommen sind. Das sieht man auch sehr häufig. Mercedes ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber kann sein, dass ich mich da jetzt, dass ich das einfach noch nicht so gemerkt habe. Schöne Brücke hier. So, jetzt sind wir bald auf unserer ersten Fähre Richtung Molde.
Ja, und ich muss mal wirklich sagen, der Tesla, unser Model 3 hier, der spult seine Kilometer völlig unauffällig, total zuverlässig. Er spult die einfach ab wie so ein Uhrwerk. Also toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt so natürlich, ne? Holzklopf. Aber ganz ehrlich, also perfektes Reiseauto. Er tut wieder schön vorkonditionieren den Akku. Wir fahren jetzt erst über den, mit der Fähre über, also nach Molde. Und da ist dann direkt auch ein Supercharger. 8 Stores diesmal nur, in Anführungsstrichen. Aber alle V3 dafür. Und da müssen wir gleich sein bei der Fähre. So, hier steht es schon dran, die Fähre. Wann fährt sie? 9.30 Uhr. Wie spät ist es? 9.15 Uhr. Ja, das ist okay. So, kurz anstellen hier. Hoffen wir, dass wir alle mit drauf kommen auf die Fähre. So, lass uns bitte, bitte mit drauf. Ich hoffe, dass es hier wieder Toiletten gibt auf der Fähre. Jetzt die Fähre nehmen, sagt er. Ne? Dann machen wir das mal. So, da passen wir noch mit drauf hier. Also nur ein bisschen runter, dass der das nicht sieht, dass wir hier filmen. Was? Ich noch hier, ja. Gut. Ihn meint er, den LKW, okay. Wir stellen uns hier her. So, die Überfahrt war ziemlich lang. Ich glaube, ungefähr eine halbe Stunde jetzt. Die längste bisher, würde ich sagen. Dann fahren wir mal wieder runter hier. Noch 11 Kilometer. Mit 20% kommen wir ungefähr an. Das passt. So, tschüss. Und wieder runter. Aber war ganz chillig da drin, gell? Wir haben uns da mal reingesetzt dann in da, wo man auch essen kann und so. Einen Blick nach draußen hat. Das war ganz chillig. Kann man machen, kann man auch schön Kaffee trinken in Ruhe. Obwohl, es war ganz schöner Seegang, ne? So, Preise haben sich wieder normalisiert. Nachdem wir gestern 2,68 Euro hatten, sind wir jetzt wieder bei 2,58 für Benzin. Es war gestern echt heftig, 2,68 und die erwarten hier in Norwegen zur Saison, wenn die dann in 4 Wochen losgeht, also von heute an gesehen 4 Wochen, wir sind jetzt am Ende Mai, erwarten die wohl 3 Euro für einen Liter Benzin. Also das wäre ja wirklich heftig. Laden kostet jetzt hier ungefähr 40 Cent pro Kilowattstunde am Supercharger. Ich hatte auch schon ein paar 30 Cent. Hier an dem, wo wir jetzt ranfahren, sind es knapp 40 Cent. Tesla in Molde. Hier ist richtig ein Center. Service Center. Da fahren wir. Das ist ein Service Center. So, und jetzt komme ich aber gar nicht mehr zu den Supercharger. Da oben stehen die jetzt. Wie komme ich jetzt da hoch? Hier an der Seite wahrscheinlich. Ja. Das ist ja wild hier. Na, wir finden das schon. Ja, hier ist es. Es ist ein bisschen tricky hier. Gut. Etwas verwinkelt. Sind wir bestimmt nicht die Einzigen, die hier. Deswegen ist es auch so leer hier. Es keiner findet den Eingang. Wir haben 21% drin. Sind jetzt in Molde. Haben verbraucht. Ja, gut, das waren jetzt die 2 Kilometer von der Fähre. Aber seit dem letzten Laden 154 Wattstunden pro Kilometer. Und insgesamt sind wir jetzt bei 164 Wattstunden pro Kilometer für den ganzen Trip und bei 2543 Kilometern. Da würde ich sagen, schauen wir mal, was wir hier bekommen. Besten norwegischen Strom aus Wasserkraft. 140, 50. 60, knapp 170, so wie erwartet, so wie es sein sollte. Gut, lange werden wir, denke ich mal, hier nicht laden müssen. Ja, hier steht ja, 7 Minuten brauchen wir nur laden. Dann können wir schon wieder weiterfahren. So ein Stress wieder hier. Gut, keine Zeit, bleiben wir gleich sitzen hier. Und ich habe schon wieder genug zum Weiterfahren. Der Chris ist ja schon wieder im Stress, da macht sich gerade was zu essen. Mach langsam, dann fahren wir halt später los. Ich weiß, dass die Ladezeiten zu kurz sind. So, da fahren wir jetzt hier Richtung Atlantikstraße. Hier stehen wir. Hier fahren wir zur Atlantikstraße. Dann nach Christiansund.
zum nächsten Supercharger und dort laden wir ein bisschen länger dann, weil dann haben wir eine längere Etappe über Trondheim zum nächsten Supercharger, dann kommt noch mal einer und dann sind wir in Fevelstad. Gut, wir kommen jetzt am nächsten Supercharger an mit 25%, viel zu viel schon wieder geladen. Naja, aber ich glaube, Chris ist gleich fertig, wir können in einer Minute weiterfahren. Zack, danke Tesla. Eben noch was aufgefallen. Ich bin auf den alten Kartendaten noch von 2021 zum derzeitigen Zeitpunkt und hier in Norwegen scheinen die Karten aber irgendwie besser zu sein, das Kartenmaterial. Ich habe das ganz oft hier, das perfekt ist es auch hier nicht, aber ich habe das ganz oft hier, dass vor dem Schild runtergebremst wird. Also was ich fahre in der 80er-Zone, also ich fahre auf einer 80er-Straße, die wird dann 60, dann bremst der so runter, dass ich am Schild auf 60 bin. Das habe ich jetzt schon ganz oft erlebt hier. Ich hätte das vorher nicht drauf geachtet. Jetzt achte ich mal mehr drauf. Also damit würde ich eigentlich nur sagen, es geht. Es kann funktionieren, dass man am Schild die Geschwindigkeit dann erreicht hat, die man braucht. Klar, ist ja alles nur eine Frage der Karten. Und hier in Norwegen, also zumindest hier an dem Teil, wo ich jetzt gerade bin, scheinen die Kartendaten besser zu sein. Das ist jetzt also die sogenannte Atlantikstraße. Hier sieht man es nochmal auf der Karte. Ah, da vorne, jetzt geht's los, ja. Jetzt geht's los. Ah. Also kann ich nur jedem empfehlen, der hier irgendwie mal in der Nähe ist, nehmt unbedingt die Atlantikstraße mit. Wir hätten jetzt auch kürzer fahren können über die E6, wären wir viel schneller da gewesen, keine Frage. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, hier lang zu fahren und haben das definitiv nicht bereut. Das war goldrichtig. Definitiv nicht. Also macht das, wenn ihr hier in der Nähe seid, macht, nehmt den Umweg mit. Nehmt die Drohne mit. Nehmt die Drohne mit, ja, genau. Bei mir ist es jetzt eine DJI Mini 2. Meine Mini 1 ist leider kurz bevor wir losgefahren sind kaputt gegangen. Also der Controller, die werde ich danach erstmal der Reparatur bringen. Und da habe ich mal in Windeseile noch die DJI Mini 2 bestellt. Die kam so zwei Tage bevor wir losgefahren sind, kam die an. Da war ich sehr froh. Ich wollte erst die DJI Mini 3 haben, aber das wäre zu knapp gewesen. Die kam unmittelbar vor unserem Urlaub erstmal raus, also Release Date. Und das war mir zu heiß, wenn ich die dann gerade um einen Tag vielleicht nicht bekommen hätte, bei meinem Glück. Nee, das wollten wir nicht. Deswegen die Mini 2 leistet ja auch ihre guten Dienste. Die hat im Combo-Pack ja More Combo um die 500 Euro gekostet. Das ist okay. Denn das nächste ist ja die Mini 3. Die ist ja dann nochmal teurer. Die kostet dann gleich 800, 900 Euro. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir frisch gestärkt weiter und genießen mal noch die restliche Fahrt.
Sehr schön besessen, die Sonne ist draußen, herrlich, herrlich. Gut, hier steht er. Dann fahren wir mal weiter. Hier fahren wir einfach mal unterhalb des Atlantiks lang, also unter dem Atlantik entlang, und es geht immer tiefer, wir fahren die ganze Zeit schon bergab. Der Tunnel ist, glaube ich, knapp 6 Kilometer lang, kurz vor Kristiansund müsste das sein, und es geht immer tiefer. Wir sind lange nicht am tiefsten Punkt hier. Unvorstellbar, dass wir jetzt hier unter dem Atlantik sind. Das ist schon seltsam. Seht ihr das blaue Licht hier vorne? Das ist einfach mal blaues Licht am tiefsten Punkt. Wie unter Wasser jetzt hier. Das sieht ja cool aus. Einfach blaues Licht hier, tiefster Punkt erreicht. Und dann da hinten irgendwo. Gucken wir mal. Siehst du sie schon? Ja, da hinten sind sie. Siehst du sie, ja. Ja, da. Zoe hinterher. Das ist Zoe. Ja, aber an unseren Tesla Supercharger habe ich jetzt nie wieder Fremdlader gesehen. Die nutzen das gar nicht so. Die nutzen das nicht. Das ist denn wahrscheinlich zu teuer. Das ist nicht so, dass jetzt die Supercharger hier nun alle überfüllt sind von den ganzen Fremdladern. Ach, ich parke heute mal vorwärts ein. Auch mal nicht schlecht. Hier, in den hier kann ich gleich mal vorwärts einparken. Je weiter wie nördlich kommt, desto leerer wird es irgendwie auch gefühlt. Ja. Zack. So, ist auch mal bequem. Und dann gucken wir mal. Kurz die Ladedaten, die Tripdaten. 134 Wattstunden pro Kilometer seit dem letzten Laden. Das war natürlich jetzt keine große Strecke, es waren nur 121 Kilometer. Dafür haben wir aber auch nur 6-7 Minuten geladen. Ich glaube 6 waren es am Ende sogar nur. Und ja, jetzt sagt er geschätzte Ladezeit 20 Minuten. Wir hängen erstmal dran. Das ist der Rest des Weges, den wir noch vor uns haben. Hier stehen wir. Das ist dann Stjørdal. Das ist dann Grong. Der letzte Supercharger vor Vevelstad. Da brauchen wir nicht so voll machen, weil wir ja in unserer Unterkunft dann laden können. Und hier kommen wir dann an in Vevelstad. Gut, wir sind jetzt weitergefahren und sind jetzt in Kanestraum angekommen und müssen übersetzen nach Halsa. Scheint wieder eine ziemlich lange Fährstrecke zu sein. Genau, und jetzt geht es auch schon weiter. Also wir sind ja angekommen, gerade vor 2 Minuten, und können jetzt direkt drauf fahren. Also die Fähre stand schon da, die Autos sind schon runtergefahren und wir können direkt drauf und es geht direkt weiter. Also da haben wir mal wieder mehr gehabt, aber gut, dass ich auch gleich beim Supercharger weitergefahren bin. Wir wollten erst noch ein bisschen bummeln. Das wären genau die Minuten, die uns jetzt hier gefehlt hätten, dass wir wieder warten hätten müssen auf die nächste. Gut, dass wir weitergefahren sind, Chris. Heute ist unser Fährentag. Was hier so alles rumfährt vor uns, ich weiß nicht, ob ihr das seht hier im Tunnel, wahrscheinlich nicht ganz so gut, fährt, habe ich die ganze Zeit mich gewundert, was das für ein Elektroauto, weil da hat ja E als Kennzeichen, EC, also es ist ein Elektroauto auf jeden Fall, und den kannte ich aber jetzt nicht, das ist ein Nutzfahrzeug, sah aus wie Nissan erst, dachte ich, aber nee, kann auch nicht sein, ein BYD, wusste gar nicht, dass die auch in Europa schon rumfahren, die BYDs. Hier sieht man echt alles in Norwegen. So, ihr seht das nochmal besser im Tageslicht. Ich fahre ein bisschen näher ran. BYD. Ja, da hinten stehen sie doch schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 2 Model S. 3 Model S. 4 Model S. Nicht schlecht. Rechts abbiegen, um auf Fußgänger zu bleiben. Alles die Alten. Jetzt müssen wir auch noch mal üben, Stief. Gut, passt, reicht. So, einmal zack und einmal zack. Na, nicht richtig drin, jetzt hat er's. So, was kriegt man hier? 122 kW. Ja, das passt doch. 15 Minuten, sagt er, bis zur Weiterfahrt. Also eher so 10 bis 12, schätze ich mal. Der nächste ist dann Grong, der nächste Supercharger.
Und genau. Dann gucken wir, dass wir hier keine Minute verschenken, weil wir sind eh schon ein bisschen spät dran. Wir kommen erst 22 Uhr kommen wir erst an in unserer Unterkunft. So spät wollten wir eigentlich nicht ankommen, wir würden eigentlich schon 21 Uhr ankommen. Aber das war so schön an der Atlantikstraße, dass wir gesagt haben, hier machen wir Pause, das lassen wir auf uns wirken, hier machen wir mal eine Drohnenaufnahme. Das war es uns wert. So, wir sind jetzt hier wirklich kilometerlang durchs Niemandsland gefahren. Also hier ist wirklich kein Dorf, keine Zivilisation gewesen. Nicht wie in Deutschland, wo du alle 2 Kilometer ein Dorf hast. Hier war wirklich einfach mal gar nichts. So, und jetzt kommen wir gerade an am Supercharger in, wie heißt er? Krong. Supercharger Krong. Sind wir jetzt in 2 Minuten da. Hier ist erstmal wieder ein bisschen Zivilisation. Aber trotzdem interessant, die Landschaft, spannend alles. So, mittlerweile dürften wir auch die 3000 Kilometer geknackt haben. Schauen wir gleich nach, wenn wir angekommen sind. Jetzt rechts abbiegen, dann machen wir das doch glatt. Durch die Brücke fahren. Und dann. In 200 Metern in den Kreisverkehr einfahren und die zweite Ausfahrt wählen. Da drüben sind sie schon. Jetzt befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Ach hier? Ja genau, hier sind sie. So. Hier sind noch wieder andere Ladegeräte für Fremdlader. Charge. Schönes Panorama wieder. So, wir wollen jetzt keine Zeit verlieren, deswegen tue ich erstmal anstöpseln und dann gucken wir uns die Daten nochmal an. Und Knopfdruck auf rein. So, mit 23% sind wir angekommen. 120. Vorgewärmt hat er eigentlich genug unterwegs. 121 kW, na gut, das hat man manchmal. Das ist manchmal so. Je nach Anschlussleistung. So, gehen wir mal auf die Trips. Und da! 3020 Kilometer. Wir haben die 3000 Kilometer geknackt. Sind jetzt insgesamt bei 160 Wattstunden pro Kilometer und für diesen aktuellen Trip bei 143 Wattstunden pro Kilometer. Beziehungsweise seit dem letzten Laden, das ist identisch. Schön, 3000 Kilometer geknackt. Dann sollten wir jetzt an unserem Ziel, ja, müssen wir nicht, wir können mit 10% ankommen von der Sache her, das würde reichen. Er sagt jetzt 15 Minuten bis zur Weiterfahrt. Wahrscheinlich können wir nach 10 Minuten fahren, weil wir ja nicht voll ankommen müssen oder so. Wir können ja dort vor Ort laden dann. No. So sieht es aus hier. Hier hinten sind dann nochmal extra Lader. Tankstelle, alles da, Essen, Toilette, passt. Wieder mal haben wir wahrscheinlich eine Fähre verpasst. Wir haben es nämlich gerade schon von Weitem gesehen, wie sie gefahren ist, wie sie weggefahren ist. Die Frage ist jetzt, jetzt haben wir einen Holm. Die Frage ist jetzt, fahren die halbstündlich, fahren die stündlich, fahren die überhaupt noch? Es ist jetzt 20 Uhr 40. Wir sind immer noch unterwegs. Wir müssen noch 2 Fähren nehmen. Ja, 2 Fähren müssen wir noch nehmen, aber die Strecke hierher. Die war so schön.
Das entschädigt, wirklich für alles. Selbst wenn wir jetzt eine Stunde warten müssen, das war es wert. Aber wir hätten es nicht schneller geschafft. Wir sind sogar sehr zügig gefahren, in der Hoffnung, dass wir es vielleicht doch noch schaffen. Bloß mit den Uhrzeiten, wenn die losfährt, gab es widersprüchliche Angaben im Netz. Aber wahrscheinlich haben wir es jetzt verpasst hier erstmal. So ist das. Dann verpassen wir natürlich auch die nächste. Die kriegt man natürlich dann auch den nächsten Rhythmus dann natürlich erst mit. Und daher kommen wir dementsprechend sehr viel später zu Hause an. Wahrscheinlich dann erst 23 Uhr. Wir haben noch nichts gegessen. So ja, vielleicht langsam. Auf der Fähre was. Ja, ich hoffe, dass auf der Fähre ein bisschen was gibt. So klein sah sie jetzt nicht aus. Könnte klappen. So, jetzt schauen wir erstmal, ob wir eine Uhrzeit sehen, wenn die nächste fährt. Wir haben nur noch 28%. Dadurch, dass ich jetzt schneller gefahren bin, haben wir auch nur noch 5% übrig, mit denen wir ankommen sollen. Das muss also klappen mit dem Nachladen dort in der Unterkunft. Ich hoffe sehr, dass wir dort an der Steckdose nachladen können. So, ich drehe mal rum die Kamera. Hier ist es so, wo müssen wir uns anstellen? Einfach wieder vor, hier gibt es keiner. Hier gibt es keiner. Spuren. Welche, die rechte oder die linke? Wo ist die Linie? Wir sehen es ja dann. Hier, die sieht man kaum. Du stehst richtig. Ich stehe richtig. Weil hier drüben noch einer ist. Ja, dann so. Müssen wir da gucken, wo sollen wir jetzt mal gucken, ob wir eine Uhrzeit sehen? Da ist nochmal ein WC. Ja, das ist ein WC. Wir schauen einfach mal, ob wir jetzt eine Uhrzeit sehen. Vorne hängt ein Plan, glaube ich. Und dann gucken wir mal. Jetzt ist es 20.42 Uhr. Ich würde sagen, dass wir in den Norden kommen, dass es wild wird. Hier steht ein Fahrplan. Ja, 21 Uhr steht hier. Hier steht auch 21 Uhr. Im Netz haben wir nämlich auch 21 Uhr gelesen. Dann werden wir wohl Glück haben. Aber hier ist 20 Uhr, aber eben ist da eine weggefahren, 20.30 Uhr. Nee, warte mal, nee, das ist hier Fennesund Holm. Da haben wir falsch geschaut. Wir müssen Holm Fennesund. Deswegen so. 20.30 Uhr, die haben wir verpasst. 21.35 Uhr. Also eine Stunde. Und da es jetzt aber schon 20.43 Uhr ist, muss man jetzt eine Dreiviertelstunde warten. Das ist okay. Und wenn wir die jetzt bekommen haben, die Fähre, dann werden wir wahrscheinlich auch die Anschlussfähre bekommen, weil die eigentlich immer aufeinander abgestimmt sind, was wir bis jetzt mitbekommen haben. Und ja, dann ist es jetzt so. Ja, wer kommt denn da um die Ecke geschossen? Unsere Fähre. Jetzt ist es 21.17 Uhr schon. Und 21.35 Uhr sollte hier wieder losfahren. Na schön, da werden wir da mal drauf fahren, wenn die Autos hier runtergefahren sind. Und gucken, ob wir da was zu essen kriegen, ob wir da irgendwo uns gemütlich hinsetzen können. Ja. Eine ganz andere Fähre, so eine hatten wir noch gar nicht. Heute war echt der Fährentag. So, da muss man hier dann von Holm nach, was haben wir gesagt? Vennesund, von Holm nach Vennesund. Da steht Ferry Charger. Scheint das eine Elektrofähre zu sein oder was? Fährenlader. Mensch, da wackelt der hin und her. Der lädt er dort auf oder was? Ja, auf der anderen Seite auf der Fähre ist dann auch so ein Teil, wo Ferry Charger steht. Können die sich ja aufladen. Ist die elektrisch oder was? Würde ja zu unserem Roadtrip passen, zu unserem elektrischen. Denkst du, da gibt es was zu essen da drin? Ja, schon, denk mal schon. Meinst du ja? Ist doch deutlich kleiner als die letzte. Als die letzten. Die heute früh, die waren schon sehr komfortabel und groß. Und wir stehen nicht im offenen, sondern drin. Stimmt, wir sind komplett dann im geschlossenen. So, mal sehen, ob es uns. Nee, die winken uns noch nicht rein. Schranke geht wieder zu. Gut, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Na gut, dann. Warten wir noch 2-3 Minuten oder 5 Minuten. So, jetzt haben wir es 22.12 Uhr. Jetzt haben wir unsere Fähre geschafft gehabt, die vorletzte. Jetzt kommt noch die letzte Fähre. Ich hoffe sehr, dass die überhaupt noch fährt, dass wir noch eine kriegen. Vielleicht kriegen wir die allerletzte Fähre von heute. Wenn nicht, haben wir noch keinen Plan B. Ich kann noch nicht im Auto schlafen, ja, aber wir haben das Gepäck drin. Das geht schon irgendwie. Wir lassen uns überraschen. Wir fahren jetzt dorthin. Wir wissen es wirklich nicht. Wir wissen es nicht, ob noch eine Fähre fährt jetzt. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen Abenteuer. Der Akku geht auch langsam zur Neige. Wir fahren jetzt hier gerade gleich durch Berg. Wir werden jämmerlich verrecken, denke ich mal. Nein, alles wird gut. Wir sind optimistisch.
Na, bis jetzt ist immer alles gut geworden. Wie war das? Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es einfach noch nicht das Ende. In diesem Sinne. Bis zur nächsten Fähre. Krasser Sonnenuntergang vorne. Boah. Also die Gegend hier ist wirklich super schön. So, das Unmögliche ist nun eingetreten. Wir sind hier angekommen an der Fähre und es war natürlich, die letzte Fähre ist natürlich schon weg. Lacht jetzt bitte nicht, wir sind hier gestrandet. Das ist eine Scheiße. Wir haben aber es ist immer noch hell. Es ist immer noch hell, ja. Wir wären, wenn wir mit der Fähre gefahren wären, hätten wir noch 5 Minuten gehabt bis zu unserer Unterkunft. Das ist gebucht, bezahlt und alles. Na, jetzt hat Christopher in Windeseile hier eine Unterkunft auf der Seite der Fähre hier rausgesucht, wo wir jetzt noch mal ein paar Kilometer zurückfahren müssen. Das Problem ist, wir haben fast nichts mehr im Akku. Wir kommen da jetzt mit 5% an, wenn ich jetzt sparsam fahre. Und gucken mal, ob wir dort vielleicht dann laden können, sonst kommen wir nämlich dann nicht mehr zurück. Also das allererste Mal, dass ich in meinem Leben mit einem Tesla oder Elektroauto in Schwulitäten komme, wegen Laden, wegen Akku. Aber das lag aber an uns, der Fehler. Ja, das lag an uns. Und im Notfall, die sind auch noch Häuser, in jedem Haus gibt es eine Steckdose und es muss ja nicht umsonst sein. Ich würde auch dafür bezahlen. Irgendwie kriegt man hier schon so viel rein, dass wir wieder zum Laden kommen. Aber wir gucken jetzt erstmal dorthin. Es ist jetzt 23:28 Uhr. Ja, 23:28 Uhr. Dass wir überhaupt jetzt noch jemanden erreicht haben, der uns noch geantwortet hat über Airbnb, ist schon mal Wahnsinn. Und er hat auch das schon bestätigt. Das heißt, wir fahren jetzt hin, gucken, dass wir unser Auto erstmal laden können, dass wir da übernachten. Und morgen früh 8:50 Uhr geht die erste Fähre, die werden wir dann auch versuchen gleich zu bekommen dann. Ne? Und dann, ja gut, wenn der Akku schon geladen ist, können wir dann morgen unseren Tag nochmal fortsetzen dann eigentlich. Mal gucken. Also ja, das ist jetzt ein bisschen wild. Mal gucken. Das war die Spur. Ich habe die Spur nicht ganz getroffen. Naja, aber es ist immer noch schön hier in der Gegend. Ja. Den Humor verlieren wir trotzdem nicht. Ja. Das kann ich mal hier raushalten, vielleicht. Guck mal, die Sonne ist, jetzt geht die Sonne langsam unter, jetzt wird's rot am Himmel. Es wird urdunkel sein. Ja, wenn es überhaupt dunkel wird. Ne? Ja, eben haben wir noch ein bisschen Panik gehabt und haben überlegt, ob wir dann im Auto pennen und ob ich ein bisschen nachlade in dem Klohäuschen. Da war ein Klohäuschen, da habe ich auch eine Steckdose gefunden. Da hätte ich jetzt so ein Auto daneben gestellt und hätte dann mal ein bisschen Strom geschnurrt, ein bisschen, dass wir für die Nacht Campingmodus anlassen können. Und vielleicht ein bisschen Netflix noch gucken können. Da hätten wir uns hier die Sitze ein bisschen nach hinten gemacht und hätten uns auf die Sitze liegend quasi ein bisschen gepennt, wahrscheinlich. Wäre auch gegangen. Wäre vielleicht auch gegangen. Jetzt haben wir eine Unterkunft. Mal gucken. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Das ist jetzt Abenteuer. Für uns zumindest. Ja, es gibt andere Abenteuer, aber ach, auch mal lustig. Ist so, wie es ist, gell? Ja. Gut, dann schauen wir mal. Wir sind in 11 Kilometern da. Und kommen an mit, ne, zu nah brauchst du nicht ran, das fokussiert euch. Jetzt sagt er sogar mit 7%, weil ich sparsam gefahren bin. Gut, mal gucken, ob der Gastgeber uns jetzt noch empfängt oder ob wir wirklich laden können. Das Ladekabel ist natürlich ganz unten drin, da muss ich erstmal alle Kisten rausholen, das Ladekabel rausholen. Oder er hat einen Destination Charger, irgendwas in der Wallbox mit Typ 2, das wäre natürlich perfekt. Da brauche ich mir ein ganzes Ladezeug nicht rauszuholen. Aber selbst wenn, alles machbar. Probleme sind dafür da, um gelöst zu werden. Wir sind immer noch guten Mutes. Wir können noch lachen. Mach noch mal nach hinten hier, das ist Irrsinn. Boah, sieht man es nicht mehr. Nach. Schade. Gut, machen wir jetzt einfach so. Und wir werden unsere Nachtruhe finden. Ja. So, jetzt haben wir hier die Unterkunft gefunden. Und das ist ein ganz netter Taxifahrer gewesen, der hat hier das aber noch nie getestet, hat er mir gesagt. Ich soll einfach mal probieren, ob es geht. Jetzt bin ich echt gespannt. Drückt mir bitte, bitte die Daumen halt mal dran, ob es grün wird. Drückt mir die Daumen. Alter, ich wäre blöd. Cool. Wie schnell lädt er? Es wird nicht schnell sein, das ist nur langsam laden. Ja, 2 kW, 2, 3 kW. Ich schätze mal so 2,7 kW. Also egal, über Nacht. Ich werde es aber nicht ganz voll machen, weil ich muss das jetzt nicht bezahlen. Ich mache jetzt noch 50%, das reicht. Wir müssen ja nur bis zur nächsten Unterkunft kommen und da kommen wir ja dann wieder laden, beziehungsweise morgen dann noch Supercharger. Aber schön, da kann ich die Nacht nutzen, während wir eh schlafen, kann er hier
Sicherheit vollladen. Wie lange braucht er jetzt hier? 12 Stunden verbleibend. Na ja, gut, ja, da wird er nicht ganz. Ist egal, das reicht zum Weiterfahren definitiv. Sehr schön. Na da. Ja, das ist echt Wahnsinn. Es ist einfach noch hell. Es ist einfach noch hell, 0 Uhr. Nicht zu fassen. So, leise jetzt. So. Was brauchst du jetzt alles?